Sascha für netbooknews.de hier und das ist mein neues Arbeitspferdchen. Das ist das Sony Vaio VPC Z12C7E-B. Sensationeller Produkttitel. Frag mich nicht, wer das jetzt ausgedacht hat. Aber ja, 13.1 Inch Core i7 mit 2,66 Gigahertz, meine ich. Ja, 6 GB RAM. Hat eine 256 GB Quad-SSD drin, die im RAID-0-System läuft. Hat so eine Lesegeschwindigkeit von, ich glaube, so 440 MB in der Sekunde. Schreibgeschwindigkeit 420 MB in der Sekunde. Das Schnellste, was ich bisher mir zugelegt habe. Schneller als jeglichen Desktop, den ich zuvor hatte. Und auch meine teuerste Investition im Bereich Hardware bisher. Und kostet so etwa 2.500 Euro, 2.400 etwas. Ich habe es von homeofhardware.de. Das Gehäuse ist komplett aus Carbon mit ein bisschen Magnesium noch dabei. Und ja, läuft unter Windows 7 Professional, 64-Bit Edition, 6 GB RAM, 1080p Display. Alles, was gut und teuer ist, ist mehr oder weniger da drin. Ganz einfach. Für mich ist es ein Arbeitsgerät und die nächsten 2 Jahre soll es mich jeden Tag unterstützen. Ich werde Videos und so weiter darauf machen. Und deswegen werdet ihr in nächster Zeit auch noch ein bisschen mehr von diesem Sony Vaio VPC hören. Von dem Z12. Wir schauen uns die ganze Sache mal ganz kurz an. Es geht hier los. Wir haben hier einmal den Anschluss für das Netzteil. Dann haben wir den Anschluss für euer LAN-Kabel. Ein HDMI-Ausgang, USB 2.0, das ist ein Express-Card-Slot, nochmal USB 2.0. Dann haben wir hier vorne dieses Sony Magic Gate, da könnt ihr dann diese Memory-Sticks reinpacken, dann 4-in-1-Card-Reader. Dann haben wir den An- und Ausschalter für alle Netzwerke. Das hat übrigens ein eingebautes UMTS-Modul. Und hier haben wir die Anschlüsse fürs Headset, Mikrofon. Auf der Seite nochmal USB 2.0, dann DVD, Multi, alles geht, optisches Laufwerk, bis auf Blu-ray kann das so ziemlich alles. VGA-Ausgang, hier ist der Ein- und Ausschalter, da muss ich mich nicht lange umgewöhnen, das hatte ich auf meinem NC10 schon so lange. Hier hinten ist nicht viel, das ist ein 56 Wattstunden Akku. Dahinter ist dann der Einschub für, ich zeig euch mal den ganzen Spaß. Ich hatte gestern schon bei dem englischen Video so riesen Probleme mit dem Akku und Steve hat einen schlimmen Lachanfall bekommen. Also das Unboxing-Video dürft ihr euch nicht entgehen lassen. Hier haben wir es. Oh, sorry. 57 Wattstunden Akku. Sollte, je nachdem, bei den Tests habe ich gelesen, zwischen 4 und 5 Stunden etwa halten. Je nachdem, was ihr macht. Da ist dann auch der Slot für die SIM-Karte, fürs UMTS-Modul. Übrigens, witzigerweise, ist hier schon eine Karte von Vodafone mit drin. Da braucht ihr dann einfach nur noch Hotline anrufen und könnt euch sofort einen Tarif aufdrücken lassen. So, kriege ich die auch wieder rein? Ja, das schaffe ich. Und jetzt kommt das ganz Spannende, nachdem ich es endlich geschafft habe mit der Karte. Jetzt wird es spannend, ob ich es diesmal auch schaffe mit dem Akku. Wie gesagt, im englischen Video hat das ungefähr, ja, es geht schon wieder los hier, habe ich da ungefähr 10 Versuche für gebraucht, für die Nummer. Und hier ist es echt nicht anders. Ich kriege es vorher nicht gebacken. Eine Sekunde. Jetzt aber. Ta-ta-ta-ta. Ansonsten, hier kommt er wahrscheinlich an die SSD ran. RAM-Austausch, Aufrüstung. Fällt mehr oder weniger flach. Jetzt mache ich das Gerät mal offen. Da könnt ihr das sehen. Super. Dünner Rand ums Display drumherum, 1,3 Megapixel Kamera ist eingebaut. Das Display, viel sagen wir auch, das wackelt ja so. Guck mal, das ist im Grunde genommen ist es sogar flexibel, das biegt sich. Das ist alles aus Carbon gefertigt, fasst sich richtig gut an und ist ein schönes Gerät. Tastatur, relativ kleine Tasten, eine Chiclet-Tastatur, die weit auseinanderstehen. Ich habe mich aber ehrlich gesagt direkt dran gewöhnt. Hier könnt ihr nochmal sehen, kann man auch nochmal manuell zwischen der eingebauten GeForce GT330M, die auch mal schnuckelige 1 GB RAM als eigenen Speicher hat, und der eingebauten Intel-Grafikkarte hin und her schalten. Oder ihr schiebt das einfach auf Auto. Das ist also so ein 3-Wege-Schalter hier. Hier gibt es noch so ein paar Schalter, die ihr selber belegen könnt mit Funktionen und dann Sony Vaio Care und so weiter aufmachen. Und ja, wie gesagt, schöne Tastatur, alles toll verarbeitet. Gutes Trackpad.
natürlich einzelne Maustasten von rechts und links und hier ist das am Fingerprint-Scanner eingebaut. Und jetzt schmeiße ich die Kiste mal an, damit ihr auch mal sehen könnt, wie schnell der ganze Spaß so hochfährt. So, wir booten jetzt mal ganz frisch hoch. Mal eben die Kameraeinstellung hier so ein bisschen ändern. Holen wir das mal ran und dann gucken wir mal, wie lange das dauert. Sollte eigentlich relativ zügig gehen. Oh, vor allen Dingen sollte es zügiger gehen, wenn man nicht über dieses Bootmenü geht. Da habe ich wohl offenbar mal wieder ganz gut runtergefahren. So, wie gesagt, Windows 7 Professional ist darauf vorinstalliert. Die 64-Bit-Variante ist ganz schön, da kann man ordentlich Arbeitsspeicher reinhauen. Ich glaube, die maximale Ausbaustufe ist 8 GB RAM, sorry. Leider hat Sony ohne Ende Crap und Bloatware installiert. Entweder mache ich eine Neuinstallation. Lustigerweise gibt es da keine DVD, aber eine Windows 7 Professional DVD haben sie, Windows XP Professional haben sie dabei gelegt. Was ist denn, wenn ich mal mein Windows 7 neu drauf machen will? Wo ist das, Sony? Ich will dieses McAfee-Zeugs nicht haben. Ich will kein Norton Internet Backup haben. Ich will vor allen Dingen hier nicht so eine... Diesen ganzen Mist will ich gar nicht später erinnern und hast du nicht gesehen. Ach, es ist einfach nervig. Dann haben sie hier oben noch so ein Cupertino-Gedächtnis-Dock dabei gepackt. Mit Rotz! Zum Beispiel so, ich zeige euch mal eine ganz tolle Nummer. Ihr klickt hier auf, was haben wir denn hier? VarioCare. So, jetzt denkt man sich, was macht sich da Schönes auf? Habe ich das jetzt überhaupt geklickt? Dann zeigt er dir halt an, von wem die einzelnen Komponenten kommen und das Gerät kann eingeschickt werden und Systemfehler, Fehlerdiagnose. Ach, es ist alles einfach hier. Vario-Unterstützung, warte mal ganz kurz. Vario Premium Partners, sensationelle Software. Wer denkt sich sowas bitte schön aus? Anklicken, Achtung. Jetzt macht sich dann irgendwann mal so ein komisches, lustigerweise dauert dieses Sony Vario Premium Partners Laden, jetzt habe ich es wahrscheinlich überhaupt nicht richtig angeklickt, länger als wenn ich Microsoft Office auch mal, da, das ist die tolle Software, jetzt Achtung, jetzt suche ich hier so ein Land aus und was macht der Spaß? Öffnet dann einen Browser von Club Sony Vario und packt euch zu dem Händler eurer Wahl hin. Also so ein Quatsch. Also manche haben da irgendwie ein bisschen zu viel zu tun. Dieser ganze Mist kommt runter. Ich will damit nichts zu tun haben. Ich will diese ganzen Testversionen nicht haben. Ich brauche hier keinen Link zu eBay. Ich bin nach wie vor alt genug, um das in den Browser einzutippen. Ja, sorry, da bin ich ein bisschen von enttäuscht gewesen. Andauernd gehen irgendwelche Pop-up-Fenster auf. Katastrophal. Ansonsten wollt ihr euch mal ganz den Leistungsindex anschauen, beziehungsweise lasst uns doch mal hier... mal so ein Microsoft Office starten. Wo haben wir den Spaß? Da ist jetzt Microsoft Office Starter komplett installiert. Ich mache jetzt mal Office. Ich mache mal Excel an. Also wir haben gerade hochgebootet, das kann nicht im Hotcache sein oder so. Lustigerweise dauert es jetzt relativ lange. Naja, weiß ich nicht. 10 Sekunden. Wenn ich einen Browser aufmache, der ist natürlich im Hotcache drin. Und ihr seht generell, hier ist eine Auflösung. Ich mache mal Paint an. Buff ist da. Das geht alles sowas von zügig mit dieser Quad-SSD. Und ich bin da wirklich sehr, sehr happy mit. Schönes Gerät. Ich muss noch eine ganze Menge Tests machen. Den Leistungsindex wollten wir uns mal anschauen. Ne? Es ist ein... Ups. Jetzt habe ich das hier rausgezogen. Muss mir erstmal noch ein bisschen an das neue Trackpad gewöhnen. So. Hier. Wie kann ich das hier... Pop-up-Alarm. So. Der Windows-Leistungsindex muss aktualisiert werden. Okay. Akkubetrieb. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich gehe mal hier ein bisschen näher ran. Prozessor 6,9, Arbeitsspeicher 6,9, Grafik 6,4, Grafikspiele 6,4, primäre Festplatte 7,9. Wie gesagt, das schnellste, was ich bisher so gehabt habe. Ich mache mal einmal noch aus Jux und Dollerei ganz kurz diesen 3D Mark 03 an. Weil den nehmen wir ja eigentlich auch immer, um unsere Netbooks zu testen. Und ganz interessant zu sehen ist, dass hier wieder so ein Balloon-Tipp aufgeht.
ist ganz prima. Interessant zu sehen ist ganz einfach, wenn wir mal hier, ich mach mal ein bisschen heller. So. Ah, vielleicht hätte ich mal vorher die Grafikkarte umschalten sollen. Mal gucken, ob er das jetzt noch schafft. Okay. Das hat er natürlich jetzt mal eben kurz nicht ganz so gemocht. Ich habe jetzt die Grafikkarte hier manuell über diesen Schalter, den ich euch vorhin gezeigt habe, auf die Nvidia GeForce umgeschaltet. So. Und die kloppen wir jetzt mal rein. Und mal gucken, was er dann sagt. Okay. Das mal hier. Was haben wir denn da unten bei den Frames? 500 und ups. Nun ja, wie auch immer. Stellt euch einfach mal vor, es ist viel. Ich glaube, ich hatte so 18.000 an Punkten erreicht mit der Sache. Und bis zu 950 Frames bei diesem ersten Flugzeugspielchen. Also du kannst alle, ja klar, ist ja wieder unterbrochen worden, weil hier wieder irgendein Mist abgeht. Java, Auto-Update. Also nochmal, das Gerät wird sowas von gründlich aufgeräumt. Da werde ich wahrscheinlich einen halben Tag dran sitzen. Ihr fahrt hoch, pass mal auf, wir machen mal den Taskmanager an. Ich habe da jetzt nichts mehr offen, was ich selber gestartet habe. Da sind 95 Prozesse offen. Da könnt ihr das sehen. 95 Prozesse, okay, 94, sorry. Also Katastrophe. Da scrolle ich ja, wenn ich da durchscrolle durch die ganzen Prozesse, dann habe ich ja hier eine Sehnscheinentzündung am Zeigefinger. Ob das sein muss oder nicht sein muss, vielleicht spricht dieses Gerät einfach auch ein anderes Klientel an, die all diese kleinen Verknüpfungen und seltsamen Programme erwarten. Für mich ist es absolut nichts. Eher ein absolutes Ärgernis. Das reimt sich ja sogar fast. Ansonsten 1080p Display. Ich muss das hier ganz einfach auf einer 125% Auflösung laufen lassen. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie das aussehen würde, wenn ich hier die kleinen Symbole hätte. Und jetzt zeige ich euch mal, wir gehen mal hier auf Anzeige noch. Ich glaube, hier bei Anpassen ist es, ne? Anzeige. So. Jetzt gucken wir mal, wie das aussieht, wenn ich das auf 100% laufen lassen würde. Also ganz normal, damit da einmal kurz an- und abmelden. Ja, das Theme, was da drauf ist, ist auch sensationell gut, wenn die Hörner da losgehen. Kommt was. Yay. So, jetzt bin ich in diesem 100%-Modus. Könnt ihr das sehen? Also 1920x1080 ist die Auflösung. Es dauert noch ein bisschen, ich werde noch eine ganze Menge Benchmarks machen und Sachen ausprobieren, aber nicht bevor der ganze Softwaremüll raus ist. Alles andere, Verarbeitung, Komponenten. Hey Sony, das ist wirklich ein absoluter Zuckerschlecken. Kostet natürlich auch mal ebenso viel wie 10 EPC 1001PX. Das muss man sich mal vorstellen. Aber ich muss, wie gesagt, jeden Tag arbeiten, Videos schneiden etc. pp. Und deswegen ist es mein Gerät. Ich überlege, ob ich mir noch einen Ersatzakku hole. Hab dann aber im Netz gesehen, die kosten zwischen 200 und 300 Euro. Also absoluter Wahnsinn. Und da überlege ich dann nochmal zweimal. Dennoch, das ist das Sony Vaio VPZ Z12C7E-B. Ich habe es nochmal hinbekommen mit dem Namen. Hab aber geschummelt, denn ich habe es hier von meinem alten Acer abgelesen. Gekauft bei homeofhardware.de. Ich bin Sascha für netbooknews.de und netbooknews.com. Vielen Dank fürs Zusehen.